Dass Robert Habeck der neue Weltmeister im Blamieren ist, das versucht er immer wieder zu beweisen. Denn es ist ja ein wirkliches Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Kevin Kühnert, Robert Habeck, Ricarda Lang und anderen aus den entsprechenden bunten Parteien. Ganz klar ist aber natürlich auch, dass Robert Habeck immer wieder mit falschen Aussagen auffällt. Und das hat ihm jetzt auch Friedrich Merz nicht nur bei Maybrit Illner am Donnerstag ordentlich um die Ohren geworfen, sondern an der Stelle auch natürlich ja gezeigt, lieber Robert, du kannst alles nur nicht wirtschaften. Und jetzt ist es vor allem auch so, dass internationale Investoren immer häufiger so Deutschland meiden, wo man auch nicht ganz klar sagt, hey, da wandert doch das nächste Unternehmen ab, obwohl es in Deutschland so toll ist. Denn wir haben jetzt bald 4-Tage-Wochen und natürlich auch hier mit Blick darauf ein Tarifbindungsgesetz, was Ricarda Lang für so notwendig hält, damit du auch endlich in den Genuss von Bürgergeld und Arbeitslosigkeit kommst. Und dann herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Wir schauen uns ja auch an, wie dein Steuergeld im Bundestag und vor allem natürlich auch für diverse Leistungsempfänger aus den entsprechenden Parteien verschwendet werden. Und man muss ganz klar sagen, der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist, sag ich mal, jemand, wo man ganz klar sagen muss, ja, Kinderbücher kann er auch nicht schreiben, aber man sollte ganz klar eigentlich wirklich sagen, vom Wirtschaftsministerium sollte er natürlich sehr, sehr weit wegbleiben, außer es ist vielleicht eine bayerische Wirtschaft und dort muss er dann bei der Bedienung bestellen. Aber was durchaus hier am vergangenen Donnerstag schon recht heftig war, von Friedrich Merz eine krasse Aussage, Sie als Wirtschaftsminister haben vom ersten Tag an die falsche Richtung genommen, berichtet hier auch der Fokus und hier heißt nämlich im Großen und Ganzen, Sie fahren den Karren in den Dreck, war im Großen und Ganzen auch die knallharte Aussage, denn im Großen und Ganzen Wirtschaftsminister Robert Habeck hingegen sagt, er hier wäre derjenige, der den Karren aus dem Dreck ziehen würde. Aber ich sag's mal so, ich kenne keinen Unternehmer, ich kenne ein paar Unternehmer doch schon, die davon profitieren, dass wir jetzt unökologisch natürlich hier funktionierende Heizungen aus den Kellern rausgerissen haben. Die haben sich durchaus auch mal bei Robert Habeck bedankt, aber die weite, große Wirtschaft sagt doch durchaus, Robert Habeck, bitte unterschreib nur noch eine Sache und das ist dein Rücktritt. Hier hat Friedrich Merz jetzt nochmal nachgelegt und sagt hier aktuell auf einer Veranstaltung hier zum Thema Wirtschaftspolitik, die glauben in ihrem Bundeswirtschaftsministerium, die gesamte deutsche Volkswirtschaft mikroökonomisch steuern zu können. Mit einer Gruppe von Ökoaktivisten, die in diesem Ministerium sitzen, frei von dem jedem volkswirtschaftlichen Sachverstand. Weiter sagt er natürlich, der sei schließlich kein Heizungsminister, sondern Wirtschaftsminister der viertgrößten Industrienation. Da ist der Kopf Lichtjahre von entfernt. Das verstanden zu haben, was er an Aufgaben genommen hat in diesem Ministerium. Und da muss man sagen, also die Gräben werden da auch zwischen Union und Grünen immer stärker. Das könnte man wirklich sagen zum Vorteil natürlich der Bundesbürger, weil vielleicht wird dann eine schwarz-grüne Regierung doch ausgeschlossen. Und wie gesagt, nach der letzten Zeit von Joschka Fischer verabschieden sich die Grünen für die nächsten 20, vielleicht 30 Jahre ganz einfach hier in der Opposition. Man muss natürlich ganz klar sagen, dass die Union aktuell immer noch stärkste Partei ist, auch hier mit den aktuellen Wahlumfragen, auch bei der Europawahl, die ja heute stattfindet. Aber es ist durchaus relativ spannend, dass jetzt hier eine neuere, sag ich mal, Entwicklung sich auch aufgetan hat. Denn hier heißt es, Ampelbruch, Lindner schickt letzte Warnung an Scholz. Und das war jetzt letzte Woche mit Blick auf die entsprechende Haushaltssituation, wo natürlich auch Christian Lindner nochmal relativ klare Worte gefunden hat. Und zwar sagt er hier zum Beispiel der Bild, Lindner erbost zu Bild, die SPD hat einen Koalitionsvertrag unterschrieben, also hier vorne geht's los, genau, mit Blick auf Lars Klingbeil, Entschuldigung, hier oben ging's los, das ist eine klare Botschaft auch an Christian Lindner, dass wir Sozialdemokraten diesen Weg nicht mitgehen und dass dafür andere Lösungen gefunden werden müssen. Und zwar geht es hier natürlich um die 30 bis 40 Milliarden. Und hier sagt im Grunde Lindner, die SPD hat einen Koalitionsvertrag unterschrieben, in dem Steuererhöhungen und eine Aufweichung der Schuldenbremse ausgeschlossen sind. Lars Klingbeil stellt dies öffentlich in Frage, obwohl er weiß, dass die Leitplanken für uns unverrückbar sind. Weiter geht es natürlich, der brisante Satz, für höhere Steuern und die Abschaffung der Schuldenbremse müsste er Klingbeil eine Mehrheit jenseits der SPD suchen. Und hier ist es dann durchaus spannend, laut Bildmitteilung, überraschend traf gestern Vormittag CDU-Chef Friedrich Merz im Kanzleramt ein. Vertrauliches Gespräch mit Scholz, das erste seit Monaten. Und der Artikel ist vom, mal schauen,
8.6. Das heißt, das war am 7.6. war Friedrich Merz hier bei Olaf Scholz im Kanzler. Und wer jetzt natürlich sagt, hey, na, aber liebe Leute, Robert Habeck, bester Bundeswirtschaftsminister ever. Da muss man doch ganz klar sagen, naja, fragen wir denn einfach mal, was denn hier zum Beispiel deutsche Unternehmer sagen. Und zwar, nächstes Unternehmen verlässt Deutschland. Hier heißt es von einem Tunnelbauspezialisten Herrenknecht, die Ampel zerstört den Mythos Made in Germany. Und das ist durchaus was, was ich euch auch gestern schon gesagt habe. Internationale Unternehmen meiden deutsche Unternehmen. Und zwar nach Miele, Bosch und Co. Jetzt auch noch Herrenknecht. Der Tunnelbohrer, der so heißt wie sein Chef, lässt kein gutes Haar am heimischen Standort. Eine düstere Umfrage der Wirtschaftsbünde gibt ihm leider recht. Hier ist natürlich so, dass man ganz klar sagen muss, hier durchaus spannend, was ich auch nicht wusste, der kleinste Bohrer misst 10 cm im Durchmesser, der größte bis zu 20 Meter. Und wie gesagt, hier werden auch die jüngsten Tunnelbohrgeräte mit bis zu 334 Meter lang in Frankreich eingesetzt. Und da sagt er natürlich auch hier wieder, übt Martin Herrenknecht, demnächst 82 Jahre, putzmunter und etwas wie der fleischgewordene Mittelstand, hier soll er dennoch ungewohnt scharfe Kritik an der Bundesregierung und vor allem auch die schwache Wirtschaftslage. Bürgergelderhöhungen, Forderungen nach mehr Lohn für weniger Arbeit und die 4-Tage-Woche würden dazu führen, dass Deutschland in der Welt immer mehr als Softie-Gesellschaft wahrgenommen wird. Die Politik sollte nicht über Doppelnamen oder über das Gender diskutieren, sondern sich als Wirtschaftsnation einmal anschauen. Ich gebe Deutschland sicher nicht auf, aber bis wir hier wieder in die Hände spucken, wieder arbeiten und nicht streiken, wird es noch dauern. Und das ist auch ganz klar das, was man von Unternehmern kennt, die sie auch sehr, sehr lange, auch unter den Merkel-Chaos-Jahren zurückgehalten haben, ist natürlich das große Problem. Jetzt war es natürlich so, dass viele auch gesagt haben, hey, mir geht's ja auch soweit noch gut. Und deswegen vielleicht auch nicht ganz so schlimm. Aber jetzt merkt man im Grunde das, was auch viele die letzten Jahren schon in den letzten Jahren hier gemerkt haben. Am unteren Ende merken es auch die Großen. Denn hier ist zum Beispiel sonst im beschlaulichen Schwanau, das finde ich ganz lustig, Allmannsweier, Allmann der Deutsche, ist die Herrenknecht AG mit 1,2 Milliarden vollständig im Besitz einer Familienstiftung. Wo man ganz klar sagen muss, hier, dass jetzt auch mittlerweile immer mehr natürlich aus dem Ausland kommen. Also man kann hier vor allem auch keinen Rassismus vorwerfen. Allerdings kommen zahlreiche mittlerweile, ob Schweizer oder Ingenieure inzwischen aus dem Ausland, Lettland bis Marokko. Und hier, wie gesagt, auch nochmal eine klare Ansage. Ich habe es in einem anderen Video heute schon dargestellt, die Aussage von Dr. Theodor Weimer, dem Chef der deutschen Börse. Und das ist ein Punkt, den man auch noch mit anfügen muss. Und ganz gesagt, liebe Leute, da sollte man wirklich überlegen, wo man sein Kreuzchen macht bei der nächsten Bundestagswahl und ob man hier nochmal die Grünen ganz einfach wählt. Und vor allem auch Robert Habeck, der hier ausgedient hat. Und diese Aussage ist jetzt hier nochmal ganz krass, denn er hat gute Kontakte in internationale Bereiche. Euch in Deutschland lesen sollen. Die Gespräche mit Investoren haben fatalistischen Charakter. Die Investoren sagen, wenn ihr so weitermacht, werden wir euch noch weiter meiden, werden noch weiter rausgehen aus Deutschland. Die Wahrheit ist die, internationale Investoren investieren nur noch in Deutschland, opportunistisch, weil sie sagen, ihr seid so günstig. Wir sind zum Ramschladen geworden. Die Bewertung, der hohe DAX, den wir im Moment haben, ja, der ist nicht getrieben von starken Fundamentaldaten, sondern ist opportunistisch getrieben, weil so viel Geld da ist, dass nach wie vor die Leute sagen, na gut, in Deutschland legen wir auch noch Geld hin. Aber fundamental, das, was Professor Singh ja auch vorgetragen hat, fundamental sage ich, was ihr macht, ist einfach bekloppt. Ist einfach bekloppt. Und das ist, wie gesagt, die Aussage auch in der Rede, hat gesagt, das sind jetzt O-Ton-Zitate, auch von internationalen Investoren. Und das ist ja das, was ich auch schon gesagt habe, mit Blick auf die entsprechenden internationalen Investoren. Wir haben auch der Verkauf von Viessmann letztes Jahr. Meines Erachtens mittlerweile der beste Schachzug überhaupt dieser Familie, um Milliarden zu scheffeln und vor allem zu erkennen, dass das sinkende Schiff auch der Wärmepumpen hier ganz einfach eingeläutet worden ist, durch im Grunde den Rückschritt hier, den Robert Habeck eingeleitet hat. Friedrich Merz wird das natürlich jetzt nutzen, um es politisch weiter auszuschlachten. Es geht jetzt gleich noch weiter in dem Video, weil ich finde, die ganze Rede, ich verlinke sie auch unten, ist wirklich Gold wert. Also das so direkt auch mal zu hören wieder, bestätigt eigentlich auch nur das, was ich schon seit Monaten sage, denn die fundamentalen Daten sind nicht gegeben. Die meisten Exits finden auch nur deswegen statt. Und das ist der klassische Heuschreckenmanöver, was hier abgezogen wird, gerade mit Deutschland. Die kaufen sich in deutschen Unternehmen ein. Und das sind auch mittelständische Unternehmen, auch Mandanten von uns, die sagen, hey,
Da ist jetzt ein netter Asiate gekommen, da ist ein netter Amerikaner gekommen, weil die noch so viel Geld rumliegen haben. Eigenkapital. Ja, liebe Leute, das, was uns in Deutschland hier von Steuern ganz einfach abgezogen wird, das notwendige Eigenkapital. Deutsche Unternehmen und auch deutsche Privatpersonen haben kein Eigenkapital, weil das alles durch Steuern und Abgaben aufgefressen wird. Das haben die rumliegen, weil die steuerlich einfach günstiger sind. Dort zahlst du als Milliardenkonzern 10-15% Steuern, alles nice. Und dann auch die Privatperson. 10-15-20%, teilweise gar keine Steuern, die kaufen jetzt deutsche Unternehmen auf. Jetzt denken viele, ah, ja, die kaufen dann diese Unternehmen und dann werden die im Grunde nur noch in Deutschland bleiben. Nein, die lassen am Ende die deutschen Unternehmen ausbluten. Und dann ist es vielleicht heute so, dass man sagt, ja, bis 2030 garantieren die euch die Arbeitsplätze. Aber in diesen nächsten Jahren, wo die genau einkalkuliert haben, okay, da bauen wir gleichzeitig Strukturen im Ausland auf und haben dann natürlich Make America Great Again, Make China Bigger und Destroy Germany, muss man ganz klar sagen, denn Made in Germany ist mittlerweile ein Riesenproblem. Hier noch ein paar letzte abschließende Worte auch von ihm. Ich hoffe jetzt, dass es noch dabei ist. Ja, politisch zeigt er überhaupt keine Führungsstärke mehr, was ich mir anhören muss, selbst in Asien, wo man ja Gesichtswahrung ganz hoch schreibt, du kennst es aus deinen Vorlesungen in Singapur, Ed, ja? Inzwischen sagen mir die Leute in Singapur, sag mal, was leistet ihr euch eigentlich da für eine Regierung? Was leistet ihr euch da für eine Regierung? Und das ist wirklich schockierend, wenn man solche Wörter mittlerweile hört. Wie gesagt, ich habe es euch schon ein paar Mal berichtet, auch in anderen Bezügen. Schon vor einem Jahr habe ich auf diesem Kanal ja damit angefangen und gesagt, hey, liebe Leute, passt auf, das fliegt uns alles um die Ohren. Denn, da muss man auch ganz klar sagen, dass Ricarda Lang, eine Politikerin, die wieder mal nie gearbeitet hat, da muss ich das wieder rausziehen, denn meines Erachtens, das wäre mit ein weiterer Sargnagel für die eh schon überflüssigen Gewerkschaften in Deutschland, dass man hier nochmal sagt, man macht hier eine Existenzberechtigung ins Gesetz, und zwar das Tariftreuegesetz. Das jetzt auch hier, letzte Meldung, 30.04. dazu, von Ricarda Lang, das war ja auch schon letztes Jahr geplant, 23 sogar, das wird ja immer wieder durchgetrieben. Und jetzt nochmal da, überall wo der Staat als Auftraggeber auftritt, muss nach Tarif bezahlt werden. Dies soll beispielsweise für Dienstleister, Essenslieferanten und Lichttechniker bei Veranstaltungen der öffentlichen Hand gelten. Und das ist jetzt, wie gesagt, das, wo man ganz klar sagen muss, damit wird man den Wettbewerb komplett killen. Aber, wie gesagt, auch da wieder, sei es Robert Habeck, Annalena Baerbock, ich meine, so Spezialistin, Völkerrechtlerin mit dem Bacon of Hope, Ricarda Lang. Wie gesagt, das kann man auch bei anderen Parteien so durchziehen. Das geht jetzt hier hauptsächlich natürlich darum, weil vor allem aktuell halt Robert Habeck halt leider unser Wirtschaftsminister ist, der aber auch noch nicht kapiert hat, dass man hier an der Stelle einfach einen Turnaround braucht. Und der Turnaround bedeutet halt einfach, grün sollte nur noch das Gras draußen sein und sonst nichts mehr.